Hey zusammen, willkommen zu einem neuen Part GTA 4. Ich hatte eigentlich andere Sachen geplant, als die, die ich jetzt hier machen werde. Und zwar wollte ich eigentlich die Titanic hier rein editieren mit einem Mod. Unter anderem mich halt eventuell noch in ein Kostüm werfen und dann hier durch die Lüfte fliegen. Nur leider Gottes ist das Ganze etwas schief gegangen. Ich habe das Ganze reingepackt, installiert und so. Und dann ist es passiert, ich habe meinen GTA 4 Ordner damit zerschossen, musste das Spiel nochmal komplett neu runterladen. Und bei meiner 12K-Leitung dauert das eben seine Zeit, deswegen haben wir jetzt schon ein bisschen später, habe dann auch noch einen Film geguckt. Und jetzt hatte ich praktisch die Wahl zwischen am Samstag kein GTA 4 Part oder eben diese kleine Schwachsinnsrunde. Denn eigentlich wollte ich ja, wie gesagt, eben hier ein paar besondere Mods vielleicht zeigen, aber das kann man ja dann vielleicht nur beim nächsten Mal machen, sofern die denn überhaupt bei mir laufen. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Wovor renne ich eigentlich weg? Ich bin unsterblich. Warte mal, wir snipern erstmal ein paar Leute weg und dann könnten wir eigentlich mal zur Abwechslung eine Runde fliegen. Yay! Das muss wehtun. Kann man den da nicht direkt von unten rausballern? Mich riecht das so auf. Warum gehen die Projektile nicht da durch? Oder gehen die da durch? Bin ich nur zu doof, um den zu treffen? Nee, komm. Also da ist der auf jeden Fall. Das kann nicht sein. Oder? Warte mal, dann nehmen wir den mal mit. Nö. Okay, geht nicht. Dann töten wir die noch eben und spawnen dann einen... Aua! Heli! Gibt es ja eigentlich auch normale Flugzeuge? Ich weiß es nicht. Also wenn ich zurückdenke, glaube ich, habe ich schon mal irgendwo erzählt. Bei GTA San Andreas war es schon recht anstrengend mit dem, mit den Flugzeugen zu lenken. Fand ich jedenfalls früher. Ich weiß nicht, wie es heute aussehen würde. Okay, wo ist denn das? Speedo. Speedo, nein, auch nicht. Maverick. An Alator ist das. Oh, das könnte schwer werden. Wow! Nein! Aber desto öfter ich einen spawn, desto höher ist die Chance, dass es klappt. Und da haben wir doch schon. So, weißt du was? Da der jetzt schon ein bisschen beschädigt ist und ich beschädigte Ware hasse, machen wir jetzt einfach so und spawnen noch einen. Ach du Kacke. Oh, schnell nach oben. Okay, das hat doch schon mal gefunzt. Letztens meinte ein Kollege, dass er GTA 4 nicht so toll findet, weil hier eigentlich nur Stadt ist. Das ganze Gebiet, die ganzen vier Areale oder wie viele das sind, sind nur pure Stadt irgendwie. Und das ist mir vorher gar nicht aufgefallen. Deshalb war San Andreas noch ganz viele, da war alles. Da gab's Städte, da gab's voll die Ghettos, yeah. Und auch noch eine riesengroße Landschaft. Und das war irgendwie, weiß ich nicht, das hatte irgendwie mehr Tiefe als jetzt hier so eine Stadt auf einer Insel. Keine Ahnung. Ich bin echt gespannt, was die aus dem neuen Teil machen. Besonders eben, weil es, weiß ich nicht, drei Kampagnen gibt. Und ich überhaupt nicht weiß, wen ich davon spielen soll. Ich hab doch keine Ahnung. Und auf die Physik bin ich gespannt. Das ist wirklich eine Sache, die finde ich sehr, sehr interessant. Okay. Hupsala. Da habe ich wohl die Sterntaste gedrückt. Nicht die Sterntaste, die Maltaste. Und damit die Aufnahme gestoppt. Keine Ahnung, warum ich da rumgegriffelt habe. Wahrscheinlich, weil ich gerade irgendwie gucken wollte, was man hier noch ercheaten kann. Ich klatsch mir jetzt einfach gegen die Wand. Physics, da waren wir stehen geblieben. Das finde ich eigentlich ein recht interessantes Thema, denn da können die auch einiges, ich weiß nicht, verhauen. Also wenn die das verkacken, dann weiß ich nicht. Aber ich hoffe einfach mal, dass sie das da so toll wie möglich hinkriegen. Ich bin gespannt. Und wenn das dann auch noch alles ein bisschen toller aussieht, dann macht es auch mehr Spaß, sich hier irgendwie von einem Dach zu stürzen. Und hui, yay! Ah. Ich würde jetzt zu gerne mal einfach mitten in der Luft noch irgendwie einsteigen und dann einfach weiterfliegen. Aber ich glaube, das geht echt nur bei Just Cause.
ziemlich schade. Mir fehlt's dann, mir fehlt ein Enterhaken. Mal jump ich hier mal runter. Ich habe auch gerade irgendwas an der. Hier, warte, könnt ihr mir vielleicht mal erklären? Wo ist denn das? Wo ist denn das? Weapon, ich war glaube ich hier irgendwo und dann habe ich. Da, Set Super Jump Speed, genau. Das habe ich erhöht. Set Super Jump Speed, increase, decrease. Da, das war sogar schon auf das Höchste und ich verstehe überhaupt nicht, was das bedeutet. Super Jump Up Speed. Kann ich irgendwas mit begucken und dann springen und dann bin ich höher als sonst? Ich habe keine Ahnung. Nein! Oh fuck! Das wollte ich eigentlich nicht. Egal. Nein, nein. Guck's dir an. Bam! So ist das geil. Warte mal, vielleicht können wir ja hier oben einen spawnen. Wartet, wartet, wartet. Nein, bleib doch hier. Ich sag doch nicht umsonst, wartet. Och, Mano. Komm. Wo bist du denn? Oh ja, komm, komm, komm zu Papa. So ist geil. Ich liebe es, die da runter zu ballern. Komm. Oh, ey, damit Sniper, ne? Okay. Ich kann nicht damit rechnen, dass er da still... Ja, sitzen bleibt. Lol. Haben die überlebt? Kommt, Leute, steigt aus. Ja, genau, dann steht's wieder gerade. Natürlich. Leben die noch? Hallo? Hallo? Geht's euch gut? Dann nehmen wir einfach mal das hier, um auf Nummer sicher zu gehen. Und tschüss. Wow, das dauert seine Zeit. Ballen, sind das... What the fuck? Wie sind die denn da hingekommen? Ja, das können wir auch gerne mal erklären. Das verstehe ich gerade auch nicht. So was müsste man eigentlich mal zu Galileo Mystery schicken. Denn ich glaube, sonst kann uns das kein anderer erklären. Sag mal, wie weit muss ich denn werfen? What the fuck? Yeah, Molotov. Nö, schafft er nicht. Witzig. Lol. Das ist dann noch nicht mal ansatzweise dort. Was wird das, hä? Hm, Buchse auf. Bam. Du auch. Komm, ich töte euch alle. Ich mach euch alle platt. Demnächst bei RTL. Ja, wahrscheinlich. Oh, fuck. Oh, na. Ich glaube sogar, wenn die da keine Angst auf eine Klage hätten, dann würden die das auch locker machen. Einfach mal hier irgendwie was rausschneiden. So. Ma, komm. Na, ah. Was macht ihr denn? Jetzt werde ich noch von der Seite beballert. Sag mal, geht's dir? Ist er unsterblich? Geht doch. Guck mal, jetzt fliegt er zurück. Denkt sich so, fuck, ich habe keinen Schützen mehr. Was ein Arschloch. Was ein Arschloch. Yeah. Der kippt auch runter, der kippt auch. Komm, komm, ja, ja, komm, schade. Direkt explodiert. Dann können wir nochmal kurz einsteigen. Und eine Runde rumfliegen. Ja, oder einfach mal eine Runde rumfahren. Warte mal, was gibt's denn hier so? Yay. Ja, Gott sei Dank. Lande bloß nicht auf dem Rücken, hör mal. Ma. What the fuck, man? What the fuck? Achso, und eine Überlegung hatte ich letztens auch noch. Die spinnen doch alle gerade relativ stark mit Physik rum, ne? Wenn euch mal die ganzen Tests und was weiß ich was für Demos durchguckt. Also Physik sind gerade stark in der Mache. Und da gibt es auch einige beeindruckende Sachen, die schon geschafft haben. Und einige von euch kennen vielleicht mein Let's Team von Red... Red Faction Gorilla, genau. Müsst ihr euch einfach mal angucken, werde ich wahrscheinlich vergessen zu verlinken. Deswegen sucht selber danach auf meinem Kanal. Also Red, R-E-D, Leertaste, F-A-C-T-I-O-N. Faktion, ja, okay.
Da kann man Sachen sehr, sehr cool zusammenstürzen lassen. Also wirklich so ganz kleine Partikel. Ja, was heißt ganz kleine Partikel? Aber schon einzelne Teile abschießen und dann eben das Ganze relativ realistisch zusammenbrechen lassen. Und das fand ich immer so faszinierend und so cool, dass ich mich frage, wie geil wäre das denn bitte, wenn das mit der heutigen Technologie dann zusammengefügt wird. Besonders eben mit den ganzen Physics-Spielereien, die da mittlerweile entwickelt haben. Denn Red Faction Gorilla ist, glaube ich, aus dem Jahre 2005, 6, 7, 8 oder so. Und da gab es gerade mal DX9 oder DX10 kam da, glaube ich, gerade raus. Wegen Crysis oder so, keine Ahnung. Und das fände ich echt interessant. Da interessiert mich die Story in keinster Weise bei dem Spiel. Ich will nur im Multiplayer Spaß haben mit den ganzen Physics. Das wäre echt cool. Ma! Lass mich doch einfach mal leben. Schlimm. Immer Bullen am Arsch. Nee, komm. Nee, das... Nee. Amoklauf, da tut mir jetzt leid, ja. Ich muss sie einfach alle abschlachten. Kann ich nichts für. Kann ich einfach nichts für. So. Gleich seid alle tot. Ich müsste echt mal so mich 2 Minuten hingeben und so viele Sachen wie möglich aneinander rein, die man nicht sagen darf. So wisst ihr, man könnte sagen, perfekt für so eine Redaktion, die das dann verwenden könnte. Oh. Hör mal, ja? Hört auf mich anzuballern. Ich finde das, ey, ich finde das so gemein, ne? Warum schießen denn alle auf mich? Ich renne jetzt hier weg. Ich hasse das. Oder ich mach direkt so. Das sah cool aus. Hat der mich gerade in der Luft getroffen? Willst du mich verarschen? Und warum ist die Engine überhaupt die ganze Zeit an? Nein, mach's weg. Mach's weg. Ooh, it's dirty! Bam! Yeah! Alter! What the fuck, man? What the fuck? Holy shit! Was geht denn mit dem ab? Hey, geht's Ihnen noch gut? Hallo? Warte, ich schieß mal ein paar Mal rein. Ich glaub dem... Hallo, geht's dir noch gut? Hallo? Also, ich hab da ja schon mal irgendwo erklärt, mehrfach. Wenn ihr irgendwie jemanden Menschen seht, der gerade einen epileptischen Anfall hat oder der irgendwie gerade rumzuckt oder irgendwelche Krämpfe hat oder so, immer reintreten, immer hingehen und ganz oft überall reintreten, das hilft. Also ich hab das mal von einem Arzt gehört und ich glaub das auch. Das stimmt bestimmt. Gut, ich denke, das kann man als Thumbnail verwenden. Ja, gut, nehmen wir das. Dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Part. Dann bin ich vielleicht auch ein bisschen wacher. Wir haben gerade 3 Uhr morgens. Und, nee, 4 Uhr morgens. Upsala. Dann lade ich vielleicht nochmal Mitte der Woche ein Part hoch. Nochmal so einen normalen hier, wie jetzt gerade, was wir hier gemacht haben. Und dann am Wochenende, nächstes Wochenende auf jeden Fall dann, wenn es denn klappt, einen Part mit ein paar Mods. Bis dann. Und wäre natürlich nett, wenn ihr den Part bewerten könntet. Tschüss. Oh.